Vielen Dank, die Aufnahme läuft. Ah, jetzt läuft sie sehr gut. Okay, herzlich willkommen heute im Livestream. Zweite Live-Session in der Woche mit Audi. Fast gleiches Team, wenn wir gleich noch was dazu sagen. Vorneweg ein, zwei kleine Ankündigungen. Das Bosch-Video und der Bosch-Podcast sind mittlerweile verfügbar. Also wer die von letzter Woche, die Session am Freitag nicht gehört hat, hat die mittlerweile im Zugriff. Wer heute früh den Newsletter gekriegt hat, es ist ein zusätzliches Material in der Audi am Mittwoch-Seite noch dazugekommen, weil einige Nachfragen zu dem Audi-Qualifizierungsprogramm kamen. Haben wir da ein Video noch Kasta zum Schliff reingehen lassen sozusagen. Das haben wir noch da eingebaut. Also wenn das interessiert, wie SAP LSO, das sind wir am Montag schon mal drüber gestolpert, wie das aussieht, was da die wesentlichen Funktionen sind, ganz unten an der Seite findet sich da der Link. Für die, die am Montag nicht dabei waren, würde man ganz kurz das Team trotzdem nochmal vorstellen mit einem Satz. Nur Stefan, der heute das erste Mal dabei ist, darf da ein bisschen länger. Der zeigt uns dann auch die Folien für den Input von heute. Deswegen würde ich sagen, machen wir kurz die Runde, einfach einen Satz. Ja, ich bin der Carsten, bin so ein bisschen verantwortlich in der Woche für die Moderation, für die Klammer. Und ansonsten bin ich Trainer und Berater im Bereich Erstellung digitaler Lerninhalte und berate meine Kollegen aus den Fachabteilungen. Ja, ich bin der Elmar Rögemeyer. Hallo, ich verantworte innerhalb der Audi-Akademie Kompetenzentwicklung IT-PLM für soziale Medien, Produktdatenmanagement und digitale Fabrik. Und ja, ich denke auf soziale Medien, wenn wir etwas näher eingehen jetzt. Bevor wir zum Stefan kommen, wir haben heute auch wieder eine Kommentarmoderation aus dem Off. Also ihr könnt gerne wieder Fragen in die Kommentare schreiben. Ja, Bianca, nimm ein kleines Bild, sagt ihr auch kurz einen Satz. Ja, mein Name ist Bianca, ich bin zuständig für das Thema Kompetenzmanagement in der Audi AG mit einem großen Team an Kollegen und werde heute das Thema Chat und die Fragen aus dem Chat betreuen. Mhm. Und? Ich bin die Elena und war Montag auch schon dabei und bin quasi so die Unterstützung für das Projekt und bin hier neben der Bianca. Gut, dann kommen wir zum Stefan und dem Hauptthema des Tages, nämlich der Weiterbildung. Darum soll es heute gehen. Genau, also ich bin der Stefan Nesslinger, bin Berater für digitale Lernformate und Methoden. Und ich darf gleich die erste Folie zu unserem heutigen Tag weiterbilden.anders@audi präsentieren. Wenn sie denn die gerade aufgeht. Ja, genau. Vielleicht Karl-Heinz, sag's uns kurz, wenn ihr sie seht. Sehen sie selber auch noch nicht. Wird noch geladen. Wir sehen sie jetzt. Genau, weiterbilden.anders@audi. Das wollen wir euch jetzt kurz ein paar Themen vorstellen, woran wir arbeiten, was wir schon einsetzen, wo wir verschiedene Prototypen am Laufen haben und wie es überhaupt dazu kam, gleich mal auf der ersten Folie. Das Bild habt ihr vom ersten Tag schon gesehen, heute auch in unserem Blog-Eintrag. Wir haben verschiedenste Anforderungen, die an unsere Weiterbildung bei Audi gesetzt wird und dementsprechend komplex wird das Ganze. Also es ist hier nicht ganz alles vollständig, aber trotzdem soll es mir darstellen. Also unsere Themen werden immer schnelllebiger. Wir haben die Internationalität hier mit drin. Dann die Lernkultur, die sich eben noch ergeben muss und noch erarbeitet werden muss. Und ganz klar das große Thema Digitalisierung, das auch uns groß antreibt. Und aufgrund dessen müssen wir uns was überlegen, wie wir dem Ganzen entgegenwirken in der Weiterbildung. Und dazu hat man gleich, was der Carsten erzählt wird, unser erstes Projekt, nach der nächsten Folie dargestellt wird. Genau. Wir hatten es am Montag auch schon mal ganz kurz angesprochen. Wir haben vor gut 2,5 Jahren das Projekt Weiterbildung 4.0 ins Leben gerufen. Das war eine Projektgruppe von 25 Männlein und Weiblein aus verschiedenen Fachbereichen und wir haben gesagt, wir müssen diese Herausforderung, die ihr auf der Folie gesehen habt, in irgendeiner Form kanalisieren und bündeln. Und uns ging es da vor allem darum, was gibt es für Formate. Also wir haben uns mit Videos beschäftigt, mit Erstellung von Web-Based Trainings, wie erstellt man Blended Learning Szenarien und haben immer versucht, was kann man tun, wie kann man Prozesse setzen, welche Technologien brauchen wir und haben wirklich über 2,5 Jahre immer wieder zusammengearbeitet, haben einzelne Etappen uns erarbeitet, diese Standards auch fixiert und haben da wirklich den Fächer ganz, ganz weit aufgemacht, um dann am Schluss zu sagen, also wir haben in 1,5 Monaten den Projektabschluss, alles wieder zusammenzuführen und das dann auch in die Linie zu bringen, damit die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die letzten 2,5 Jahre wirklich auch den anderen Fachbereichen von Audi zugänglich gemacht werden konnten. Also Ergebnis ist zum Beispiel, dass wir jetzt mehrere Labs haben, wo Mitarbeiter
an Rechnern selber WBTs erstellen können. Es gibt eine Datenbank dazu, wie man sowas macht. Wir haben einen iPad-Verleih und, und. Also wer da mehr wissen möchte darüber, das können wir gerne auch nochmal ausführlicher in kleineren Gruppen dann besprechen. Falls jemand den Text auf den Folien nicht lesen kann, sind die gleichen, die auf der Webseite auch genau. Wissen, kann man sich das runterladen. Genau. Okay. Ja, wir haben dann auch festgestellt, also der eine oder andere wird es von euch kennen, from push to pull, das ist natürlich auch so ein Credo, das wir versuchen zu leben, dass der Mitarbeiter mehr in die Verantwortung genommen wird, Klammer auf, soweit es möglich ist. Wir haben natürlich auch Bereiche bei uns in der Weiterbildung, wo tatsächlich ganz, ganz starre Vorschriften gibt, was man einfach lernen muss, wo es auch gesetzliche Vorgaben gibt, auch in der Anlaufqualifizierung. Aber in den Bereichen, wo es möglich ist, wollen wir natürlich versuchen, dass der Mitarbeiter selber sich Informationen ziehen kann, die wir gezielt bereitstellen. Da geben wir nachher auch noch ein paar Beispiele. Vorhin ist schon vom Simon angeklungen, unser Video von Audi Qualifizierung, also unsere Bildungsplattform, wo es ein ganz großes Portfolio an knapp 2.500 Maßnahmen gibt, die man sich ziehen kann. Also es ist so ein Spagat zwischen Push und Pull. Wir wollen natürlich, dass die Leute selber auch aktiv werden, Eigenverantwortung übernehmen. Aber das muss natürlich auch immer sich die Waage halten, weil wir können nicht nur die Verantwortung auf die Mitarbeiter übergeben. Also wir wollen das auch in einem gewissen Maße auch noch mit kontrollieren können. Ja, dann gehen wir zur nächsten Folie. Stefan, ist your turn. Jawohl. Wir haben auf dem Grund des Projekts, was der Carsten auch gerade erzählt hat, Weiterbildungsprojekt, viele neue Lernformate eingeführt. Und früher war das eigentlich, oder der klassische Weg, der Lernweg war sehr strikt. Das heißt, ich hatte ein Problem gehabt, habe mein erstes Seminar besucht, das zweite, vielleicht war es dann schon zu Ende, konnte aussteigen und es ging dann weiter, bis ich eben mein Problem lösen konnte. Inzwischen ist es eben schon so, dass wir so viele Lernformate haben, der Teilnehmer kann seinen eigenen Weg wählen und die verschiedensten Lernformate entsprechend auch einsetzen. Aber es birgt auch zum einen eine Gefahr für den Teilnehmer. Das heißt, wenn er die vielen Möglichkeiten hat, er kann sich da relativ leicht verlieren. Und daher ist es entsprechend auch wichtig, dass wir dem eine Lernbegleitung ihm zur Verfügung stellen. Und die Lernbegleitung, da müssen wir auch unsere Trainer erstmal dazu qualifizieren auch, dass sie dazu in der Lage sind. Und da haben wir verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten für die Trainer eben im Angebot. Das ist einmal eine E-Trainer-Qualifizierung, dann auch ein Storyboard-Workshop für Videos. Also wie kann ich am besten Videos aufbereiten, didaktisch aufbereiten, dass sie auch ansehnlich wirken. Dann Qualifizierung für Autorentools, wie zum Beispiel Camtasia oder Articulate Storyline. Wie ein Trainer muss das auch bedienen können. Und was ihr sicherlich schon in den Videos gesehen habt, wir verwenden inzwischen für virtuelle Klassenräume schon sehr intensiv. Da muss eben der Trainer auch dazu qualifiziert werden. Das kann nicht ein normales Training 1:1 in den virtuellen Raum überführt werden. Und die sozialen Medien, was der immer gleich mal ein bisschen mehr erzählen wird, verwenden wir auch schon sehr intensiv. Und da muss man auch eben ein Moderator dazu die Fähigkeiten haben. Und dazu haben wir verschiedene Lernlabs, in denen wir das auch selbst hier ausprobieren können. Also zum Beispiel auch in der Konstruktion 3D-Drucklabs. Und wir haben auch letztes Jahr ein Marktplatz Digitalisierung hier bei uns in der Audi Akademie durchgeführt, um die verschiedensten Möglichkeiten auch unseren Trainern allen bei Audi eben mal näher zu bringen, an was wir hier so arbeiten. Da kam gerade die Frage noch rein, ob es kein Angebot gibt im Bereich Community Management. Gibt es? Das gibt es, doch. Ich bin jetzt auf der Liste nicht dabei, ne? Der Community Manager oder Wiki Manager. Ja, ich habe das jetzt hier unter dem Punkt Social Media Moderator zusammengebracht. Ein Community Manager ist ja eher für das ganze Technische gedacht und Moderator ist für mich noch ein bisschen mehr als ein Community Manager. Er muss ja auch hier in dem Fall bei Learning Communities auch didaktische Möglichkeiten und Fähigkeiten mit einbringen. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Das ist die Tool-Suite, die ihr da jetzt gerade seht, die wir eben bei Audi mit den sozialen Netzwerken haben. Oben rechts die Audi-Qualifizierung. Das ist im Prinzip das Learning-Management-System, in dem wir eigentlich alle Arten von formalisierten Trainings buchbar sind für die
für die Mitarbeiter. Das sind verschiedene Workshops, das können sogar auch Individualcoachings sein, als eben auch WBTs, ne, wo wir eben zum Beispiel in Sachen Compliance oder Brandschutz zum Beispiel einen Nachweis erbringen in der Bildungshistorie, die dann natürlich in der Audi-Qualifizierung auch nachgehalten wird, weil es ja auch sozusagen direkt verknüpft ist mit unserem HR-System. Eine Besonderheit ist an dem Ganzen, der Carsten hat es am Montag schon vorgestellt gehabt, dass wir eigentlich mittlerweile eine Buchungsmöglichkeit haben. Also es gibt da ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich von sich aus Maßnahmen raussuchen, die buchen, und ein automatischer Workflow wird dann generiert, dass der Chef informiert wird. Das heißt also, es ist eher sozusagen eine Genehmigung durch Duldung und es ist eben kein aktiver Genehmigungsprozess dafür mehr erforderlich. Das wäre im Prinzip die Audi-Qualifizierung, die eben ganz historisch diese formalisierten Qualifizierungsangebote hat. Auf der anderen Seite haben wir dann das Set von sozialen Medien. Damit würde ich anfangen mit dem Audi MyNet. Das haben sicherlich die meisten Unternehmen. Das ist quasi das Intranet. Das heißt, hier findet jede Art von formalisierter Kommunikation statt. Hier stellen sich die gesamten Audi-Geschäftsbereiche vor. Hier gibt es interne formale Dokumente, Konstruktionsrichtlinien. Es gibt aktuelle Informationen, News-Kanal. Es gibt auch eine Möglichkeit im Prinzip zu bloggen in dem Tool, welches aber eigentlich in vielen Seiten nicht aktiv ist und was auch nicht das Ziel vom MyNet ist. Sondern da ist es vor allem eigentlich, man kann es auf ein Schlagwort sagen, formalisierte und aktuelle Informationen. Redaktionell aufbereitet. Redaktionell aufbereitet mit einem formalen Freigabeprozess. Bei den anderen Tools sieht das komplett anders aus. Wir haben das Audi Team. Das Audi Team, das ist im Prinzip eine Community, eine Online-Community. Wir haben da sehr viele unterschiedliche Communities im Einsatz. In der Weiterbildung setzen wir es dafür ein, dass wir ein Expertennetzwerk, einen Expertenaustausch haben und das Ganze lernbegleitend im Rahmen von Blended Learning Konzepten. Das heißt also, das ist eben das, was der Stefan so schon sagte, wo eben Trainer über das Klassenraumtraining hinaus oder auch im Vorfeld eines Präsenztrainings in Austausch mit den Teilnehmern, mit den Lernenden gehen kann und die eigentlich bis auch später über die Trainingsreihe hinaus an den Arbeitsplätzen begleiten, unterstützen und Fragen und Antworten stellen kann. Neben dem Audi-Team haben wir dann noch das Audi-Wiki. Das Audi-Wiki ist auch eine Informationsquelle. Das hat keinen formalisierten Redaktionsprozess. Das hat für uns den Charme, es kann jeder relativ frei da drin editieren, ergänzen, Informationen beitragen, sodass wir uns dazu entschlossen haben, unsere Trainingshandbücher dort digital zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im Rahmen der technischen Weiterbildung haben wir jetzt nicht mehr Hardware oder wir haben auch noch Papier, die wir austeilen. Aber das Ziel ist es eigentlich jetzt sukzessive, alle Trainingshandbücher dort im Wiki digital bereitzustellen und in den Austausch mit den Fachspezialisten in den Bereichen zu gehen und über einen sehr einfachen Abstimmprozess eigentlich dort ein lebendes Trainingshandbuch weiterzuentwickeln, was immer online und immer aktuell ist. Vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder kann sich doch selber sein eigenes Wiki auch nochmal anlegen. Also es ist nicht ein Gesamtwiki, sondern es sind viele unterschiedliche. Wir haben, bei Audi gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Wikis, es gibt Bereichswikis, aber wir sind jetzt hier ganz konsequent den Weg gegangen und haben gesagt, es gibt ein für alle Audi-Mitarbeiter offenes Wiki Audi Wissen. Wir sind in das Wiki reingegangen und haben dort praktisch dann eine thematische Zuordnung unserer Trainingshandbücher. Das heißt also, wenn wir ein bestimmtes Thema haben, zum Beispiel Produktionsprozessplanung, dann haben wir unter dem Thema Produktionsprozessplanung auch dazu dann die Handbücher und können dann mit dem Fachexperten, zum Beispiel aus den Methodenentwicklungsabteilungen heraus, haben wir dann eine gemeinsame Plattform, in der wir gleich das bereitstellen. Und die Anwender haben den großen Vorteil, die haben dann nicht mehr neben den am Tag der Drucklegung altes Dokument mit nach Hause, sondern haben im Prinzip immer einen Zugriff auf den aktuellsten Stand der Dokumentation und der Lernmöglichkeiten. Falls ein Anwender jetzt irgendwie interessante Links findet, könnte er dort auch eine Seite anlegen und die quasi da verlinken. Da gab es jetzt auch eine Frage gleich aus dem Chat, wie das mit der Qualitätskontrolle funktioniert. Wie sind da eure Erfahrungen?
Funktioniert es? Qualitätssicherung, wenn da jemand was reinschreibt, zum Beispiel, was jetzt nicht stimmt, wird es... Wir haben das Ganze so organisiert, dass wir die ganzen Trainingshandbücher auch als eine eigene, sozusagen verlinkt in einem eigenen Unterstrukturknoten sind, als Trainingshandbücher. Und die verantwortlichen Trainer, denen ihre Aufgabe ist es, das Thema mit zu monitoren und eben zu gucken, dass die Informationen, die da im Wiki drinstehen, dass die auch inhaltlich in Ordnung sind. Mhm. Ich würde dann gleich eins runtergehen, das ist das Audi Kontext. Das ist nämlich sozusagen eine Weiterentwicklung von dem Telefonbuch. Es hat die Möglichkeit, dass man dort auch jede Art von Projekterfahrung, die man selber gesammelt hat, bestimmte Kompetenzen, für die man Ansprechpartner ist, bereitstellen kann. Wir haben dort auch alle Trainer ausführlich mit ihren Themen vorgestellt. Und dieses Audi Kontext ist eben auch in allen diesem Set von sozialen Medien sozusagen die Visitenkarte, die mit jedem Eintrag, den ich schreibe, auch mit hinterlegt ist. Das heißt also, es wird sich jeder hüten, den groben Unfug ins Wiki reinzuschreiben oder in die Community, weil er eben über das Audi Kontext, was ja als Visitenkarte hinterlegt ist, personifiziert ist und damit eigentlich komplett bekannt. Weiter in der Toolsuite haben wir das Audi Docs. Das Audi Docs ist basierend auf einer SharePoint-Lösung. Das ist ein Kollaborationstool für Dokumente. Und wir setzen das ein in den Trainings. Unten links ist abgebildet unser digitales Lerntagebuch. Das heißt, wir haben für bestimmte Trainings, in denen bestimmte vielleicht in der Gruppe vertrauliche Inhalte entstehen oder in denen an bestimmten Workshops-Themen zusammen in der Gruppe entwickelt werden. Das heißt, wir haben dort Bereiche, wo sozusagen für ein bestimmtes Training, für eine bestimmte Gruppe ein OneNote-Archiv hinterlegt wird, in dem im Prinzip alle Mitarbeiter gemeinsam das Thema weiterentwickeln können. Das heißt, wir stellen ein Framework in diesem Archiv bereit und dann sozusagen als persönliches Wissensmanagementsystem wird das dann im Rahmen des Workshops oder des Trainings weiterentwickelt und im Anschluss an die einzelnen Teilnehmer versandt. Die Audi Mediathek, das ist dann sozusagen das letzte Tool, was ich noch vorstellen möchte in diesem Rahmen. Das könnte man sagen, das ist so Audi Tube, Audi Kanal. Da gibt es die Möglichkeit, beliebige Videos online zu stellen. Man kann Bilder online stellen, man kann Podcasts online stellen. Und wir nutzen es, um auf eine sehr einfache Art und Weise mit den Fachbereichen, wie der Stefan schon gesagt hatte, wir erstellen Videotutorials, wir erstellen Screencasts, die lernbegleitend sind, Dokumentation. Wir nehmen Vorträge auf, das heißt, wir nehmen besondere Fachvorträge, werden mitgeschnitten, aufbereitet und dann sozusagen mit Sprungmarken zu Kapiteln in der Mediathek bereitgestellt. Von dort können Sie in allen sozialen Medien auf eine sehr einfache Art von überall auf diese Lerninhalte jederzeit zuzugreifen. Klingt so ähnlich, wie wir es im Mukaton machen mit YouTube-Videos, die bereitgestellt werden, die dann einfach in den Blog als Content eingebunden werden. Ein komplett praktisch interner Kanal, über den wir das eben anbieten. Und der wird auch sehr erfolgreich genutzt, würde ich sagen. Ich weiß jetzt, Sie kennen die aktuellen Zahlen nicht, aber da ist sehr viel Verkehr drin. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, wir haben unten links, sag mal, Skype for Business im Einsatz und auf den mobilen Endgeräten steht auch Threema for Work zur Verfügung. Das heißt, das sind Tools, die setzen wir zum einerseits auch lernbegleitend für zum Beispiel Sprechstunden ein. Das heißt, wir bieten Sprechstunden im Rahmen von Blended Learning Konzepten an, wo dann eben Teilnehmer mit dem Trainer in Interaktion treten können oder wir eben auch darüber hinaus zu Release wechselnde Sprechstunden anbieten, um eben kurze Lehreinheiten darüber weiterzugeben. Und in die Threema Work sozusagen, das bietet er darüber hinaus als sozusagen als Messaging Services eigentlich so informelle Lerngruppen zu bilden. Parallel zu den Trainings. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage im Chat gesehen. Wird auch User-Generated Content angeboten? Da würde ich mal sagen, jein. Also wir haben natürlich ganz viele Kollegen, die mittlerweile unsere Labs nutzen, um Content zu erstellen. Wir gucken dann immer noch mal als Abteilung drüber, ob das auch technologisch passt und laden das für die Kollegen hoch. Also es ist nicht hundertprozentig so, dass jeder das Recht hat,
in dieser Mediathek was hochzuladen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn aus Fachbereichen selber Content erstellt wird. Das ist wirklich toller Content, der ist hochwertig. Wir sind dann sozusagen nur das technische Quality Gate und helfen den Kollegen dann, diese Inhalte in die Mediathek einzustellen. Und die Mediathek ist ja auch jetzt nicht lernspezifisch, sondern ist ja genau. Internes YouTube. Genau. Es gibt viele Lerninhalte, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht mit User-Generated Content. Aber man kann sagen, wir haben praktisch innerhalb dieses Tubes praktisch einen eigenen Kanal, unter dem wir die ganzen Lerninhalte bereitstellen, wo eben laufend was dazukommt. Genau. Und, vielleicht noch die letzte Frage, die da aufpoppt, E-Portfolios. Es gibt sehr, sehr gute Tools, die E-Portfolios zur Verfügung stellen. Mahara zum Beispiel ist ja ein sehr, sehr bekanntes. Hier ist es natürlich so, es ist eine fremde Software und eine fremde Software in die Audi-IT-Strukturen einzubinden, ist immer nicht ganz einfach. Und wir versuchen, die Tools zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen, die abgestimmt sind mit allen verantwortlichen Bereichen. E-Portfolios sehr, sehr gut, aber aufgrund der schwierigen Einführbarkeit im Moment bei uns noch kein Thema. Da vielleicht von meiner Seite eine Frage. E-Portfolios, Gefühl ist immer ein bisschen wie der Jedi. Viele sprechen drüber, aber keiner hat ihn gesehen. Das war ja lange Zeit ein sehr hippes Thema im Learning. Ist das überhaupt noch eines? Also denkt man darüber nach, sowas einzuführen? Oder ja, also im Prinzip ist das ja sowas, was der Elmar erwähnt hat. Dieses digitale Lerntagebuch mit OneNote hat nicht ganz die Funktionalitäten, wie es jetzt ein professionelles E-Portfolio-Tool wie Mahara hat. Aber es geht genau in die Richtung, selbst zu reflektieren und festzuhalten, was ich während meiner ganzen Berufslaufbahn eigentlich gelernt habe. Ich kann anderen Leuten den Zugriff gewähren und wenn ich was schreibe und selber nochmal anordne, dann bleibt das ganz anders im Gedächtnis hängen. Also im Prinzip haben wir ein E-Portfolio, es heißt nur bei uns OneNote. Okay. Hier kommt nochmal die Frage, das Thema Lerntagebuch nochmal ein bisschen genauer zu erläutern. Stefan? Ja, genau. Also wie mir immer gerade auch erzählt, wir kommen immer mehr weg von den, ich sag mal jetzt analogen Schulungsunterlagen, also in ausgedruckter Form. Und indem wir sie bereitstellen im Wiki oder auch in unseren anderen sozialen Medien. Aber der Bedarf ist immer noch da, eigengewonnene Erkenntnisse in dem Seminar irgendwie zu verschriftlichen, irgendwie festzuhalten. Weil das brauche ich später im Arbeitsumfeld ja auch wieder. Und im Wiki kann ich nicht einfach meine eigenen Lernkenntnisse in meinen eigenen Worten erfassen, also muss ich es irgendwo machen. Und dazu haben wir kurzerhand eben das OneNote als Empfehlung gegeben und viele setzen das jetzt auch inzwischen ein. Also hier seht ihr auch das kleine Bildchen noch, das ist so unser kleines Büchlein von der Audi Akademie gewesen. Ich habe nur mein USB-Kabel reingesteckt, um das ein bisschen plastisch darzustellen. Ja, also wie gesagt, es ist zum einen kann es sein, ein Notizzettel, in dem ich eben wichtige Erkenntnisse im Seminar für mich erfasse und dann später im Arbeitsleben dann nochmal erweitern kann. Es ist so ein lebendes Wissensbuch, sage ich mal, lebendes Notizbuch, was sich immer weiter erweitern wird. Und das liegt dann auch in unserem Audi Docs entsprechend auch ab dann. Viele nutzen es auch für Meeting-Notizen, ganz genau. Agenda für Meetings. Das ist nur ein Einsatzbeispiel dafür, kann man in vielerlei Hinsicht verwenden. Also ich würde eben noch ergänzen, ich hatte gesagt, wir stellen ein Framework zur Verfügung. Das heißt, wir haben also Trainings, wo der Trainer sozusagen schon mal trainingsbegleitende Übungsaufgaben und Szenarien oder eben wie, was ich eben sagte, im Wiki, das Trainingshandbuch, wo diese Informationen drin sind, solche Informationen schon im Prinzip als ein OneNote-Archiv vorbereitet im Training. Sagen wir es mal, man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Lückentext früher in der analogen Zeit, ne? Wo man dann noch handschriftliche Worte ergänzt hat. Und in diesem Sinne bloß das Ganze ein bisschen größer, bunter und multimedial. So muss man sich das dann vorstellen. Vielleicht anschließend dazu noch die Frage, ob das Thema OneNote entsprechend geschult wurde oder ob das die Mitarbeiter selbst gesteuert nutzen. Sowohl als auch. Wir haben natürlich OneNote-Trainings, die wir anbieten. Jeder, der in diese Trainings kommt, der hat nicht unbedingt OneNote. Deswegen haben wir für die Trainings, da wo wir es einsetzen, als digitale Lerneinheiten nochmal einen OneNote-Online-Unterweisung
die wir sozusagen vorausschicken vom Training als Voraussetzung, was dann entsprechend auch informiert wird. Und wir starten natürlich das Training dann mit einem kurzen Intro zur Wiederholung. Es wird aber wie ein Office, wie ein Word oder Outlook auf jeden Audi-Client ausgerollt. Also theoretisch kann sich auch jeder selber beibringen. Ja. Und was natürlich auch der Fall ist, viele Kollegen greifen natürlich auch zu YouTube. Da gibt es eine unzählige Anzahl von ganz, ganz tollen Tutorials. Und das ist auch so, dass die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, viele holen sich einfach das, was sie brauchen, aus dem Netz. Also es ist so eine Mischung. Also die sind auf jeden Fall betreut. Wenn sie intensive Fragen haben, dann stehen sie auch. Und wie gesagt, wir stellen eben auch sozusagen im Vorfeld des Trainings da was zur Verfügung. Ja. Okay, gehen wir auf die nächste. Mhm. 2D-Lernwelten, das heißt, wir machen das Ganze natürlich nicht nur hier in Ingolstadt in unseren Klassenzimmern, sondern wir waren ja eben, hatte ich schon gesagt, Skype for Business ist im Einsatz. Das heißt also, damit kann man dann praktisch intern auch direkt an den Überarbeitsplätzen drüben in der technischen Entwicklung oder nach Neckarsulm in die Produktionsplanung hinein mit den Mitarbeitern in Austausch gehen. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Auslandsstandorte. Wir haben Lieferanten weltweit in anderen Zeitzonen. Und auch dort haben wir natürlich das Bedürfnis, mit denen in den Austausch zu gehen und eben Trainings durchzuführen. Und zum Beispiel für den Rollout der sozialen Medien nach Japan macht es natürlich keinen Sinn, für ein eintägiges Training nach Japan einen Trainer zu fliegen oder die Teilnehmer aus Japan hierher zu fliegen, sodass wir dort eben ein virtuelles Klassenzimmer im Einsatz haben. Wir haben also, man sieht es in dem Bild oben links, praktisch einen speziellen Raum. Wir haben drei Räume davon ausgestattet mit Whiteboard, mit Flipchart, wie ein richtiges Klassenzimmer, wo dann der Trainer stehen kann und seinen Unterricht im Prinzip in einem ganz normalen Setting durchführen kann. Ja. Und der wird dann eben entsprechend mit den ganzen Möglichkeiten eines virtuellen Klassenzimmers mit Kartenabfrage und in die Welt übertragen, wo man eben dann Gruppen zusammenführen kann. Die Besonderheit dabei ist, dass man natürlich nach Japan kein eintägiges Training 7-8 Stunden am Stück durchführen kann, sondern da braucht es natürlich eine Adaption der Trainingskonzepte in kleinere Einheiten, in spezielle Einheiten und natürlich in Übungsszenarien. Da ist der Vorbereitungsaufwand und Durchführungsaufwand etwas größer. Genau. Und darüber hinaus haben wir auch noch 3D-Lernwelten. Springst du nochmal zurück? Achso, das ist der Folie. Das ist größer, die Folie. Mehrere Ebenen. Genau, darüber hinaus haben wir auch noch 3D-Lernwelten, die wir gerade auch in der Pilotphase haben. Also einmal ist es ja die Hochvolt-Sensibilisierung zum Beispiel. Wie kann ich einen Werker dementsprechend qualifizieren? Und auch über Compliance-Fremdvergabe haben wir verschiedene Lerneinheiten, die auch da interaktiv, sozial interaktiv agieren können. Und das sind unsere 3D-Lernwelten. Dann haben wir noch auch Virtual Reality, also VR-Lernwelten inzwischen. Hier sind so ein paar Beispiele von unserem VR-Lab hier in dem Gebäude zu erkennen. Da haben wir das CKD, Kleinteileverpackungsbeispiel, das wir vom Fachbereich haben. Und da kann man tatsächlich in einer virtuellen Reality die Kleinteileverpackung durchüben und man bekommt eine Einweisung und also läuft sehr erfolgreich und wird sehr gut angenommen. Ich würde, glaube ich, dann noch ergänzen. Wir setzen das Ganze auch ein. Wir haben natürlich auch bei uns in den CAD-Trainings, wo man 3D-Geometrie konstruiert oder in DMU-Trainings, wo man Fahrzeuge virtuell absichert. Das heißt, auch da haben wir sozusagen dann die Möglichkeit, in diese VR-Räume zu gehen und sozusagen die virtuelle Fahrzeugabsicherung oder den Geometrieerstellprozess im 3D dort richtig zu erleben. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt. Ja, ein anderes Thema, externe Lernangebote. Also wir haben auch eine Pilotphase mit einer Kooperation mit Udacity. Ich denke, es ist auch ein heißes Thema, was überall gerade in Diskussionen gibt. Da haben wir verschiedene Themen wie Self-Driving Car Engineer, Deep Learning, Machine Learning, Data Analyst, also alles so Themen, die starken Bedarf haben an Qualifizierung.
wo wir nicht als Trainer vielleicht aktuell das Know-how haben, aber entsprechend ja, Udacity nutzen. Und dann haben wir noch weiterhin auch eine Kooperation mit iVersity. Hier geht es um agiles Management und auch eine Kooperation mit Speaks. Ich glaube, da kann der Carsten noch mehr dazu erzählen. Speaks ist also einer der großen Online-Anbieter für Sprachlernen. Wir haben ja knapp 80.000 Mitarbeiter und bieten natürlich auch individuelle Präsenzkurse an, aber aufgrund der schieren Masse, die wir haben, möchten wir natürlich noch das Angebot erweitern und haben hier eine Kooperation mit Speaks, einem sehr, sehr erfahrenen Trainingsanbieter für Online-Sprachlernen. Es fängt an von Einstufungstests über interaktive Übungsaufgaben, über Tandems am Telefon, also es ist wirklich eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung. Wir machen einige digitale Inhalte auch selber, aber greifen schon sehr, sehr ein weites Stück auch auf die fertigen Inhalte von Speaks zurück. Ja, wir haben vorhin kurz das Thema mit unseren virtuellen Lernräumen gesehen. Wir haben tatsächlich auch noch echte Lernräume und die haben wir auch erst vor kurzem auch neu gestaltet. Also ganz oben links seht ihr unseren sogenannten Otto-Raum. Das ist ein Kreativraum, in dem eben verschiedenste Abteilungsrunden oder verschiedenste Projektmeetings abgehalten werden. Wird sehr gut angenommen, also tatsächlich physisch. Auch haben wir neu eingerichtet einen Selbstlernraum, in dem sich jeder Audianer eben hier in den Raum reinsetzen kann und entsprechend irgendwelche Selbstlerneinheiten hier erarbeiten kann und lernen kann. Und das rechte Bild oben, das ist noch der Projektraum, in dem wir auch hier gerade stehen und hier raus gerade übertragen, wo eben auch für bestimmte Projektmeetings hier der gebucht werden kann. Medienstudio? Ja, in der unteren Reihe, das sind auch Lernorte, da geht es darum, da können die Kolleginnen und Kollegen selber digitale Lerneinheiten erstellen, Videofilme. Also auf der linken Seite unten sehen wir unser kleines Videostudio mit Beleuchtungstechnologie, Schnitttechnologie, Greenbox-Technologie. Das steht also jederzeit zur Verfügung. Wir unterstützen da auch die Fachbereiche. Daneben sehen wir unsere Labs. Da stehen Rechner, die extra für diesen Zweck eingerichtet wurden, spezielle IT-Spezifikationen haben. Das heißt, da läuft auch Software, die sonst nicht auf normalen Rechnern laufen dürfte, um eben selber WBTs erstellen zu können. Auch ausgestattet mit allem, was man braucht. Dann haben wir unser VR-Lab, wo man auch experimentieren kann, was vor allem für Szenarien im VR-Bereich sinnvoll sind. Und Elmar, vielleicht kannst du was zum Letzten noch sagen, zu dem 3D-Drucker-Studio. Ist unser 3D-Drucker-Studio. Das heißt, in der Zukunft werden natürlich viele Geometrien gar nicht mehr nach Kriterien wie Fertigbarkeit sein, sondern sie werden ja praktisch so evolutionär wachsen in dem Rahmen des 3D-Drucks. Und das ist natürlich braucht eine ganz neuere Art von Bewusstsein an Möglichkeiten, Geometrien zu schaffen. Und dieses Bewusstsein sozusagen in die konstruktive Welt bei Audi zu tragen, haben wir eben dieses 3D-Druckstudio eingerichtet, mit den die Möglichkeiten zu zeigen und rüberzubringen. Und das Ganze schließt sich auch mit der 3D-Konstruktion. Wir haben auch einen 3D-Scanner. Da natürlich, und so kann man eigentlich den Kreislauf schließen, ne? Auf der einen Seite Geometrie im 3D erzeugen im Computer. Man kann es dann ausdrucken, man kann es dann modifizieren und dann eigentlich wieder einscannen und dann hat man wieder das 3D-Modell. Ja, super. Also ich lese jetzt nur gerade hier die Fragen mit. Gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, also haben wir ein Vorbild, an dem wir uns orientieren, was die Lernangebote angeht? Da würde ich mal sagen, wir haben ganz viele Vorbilder, also deswegen sind wir auch hier bei dem MOOCathon mit dabei, weil ich glaube, die Welt ist so groß und so bunt. Es gibt kein Unternehmen, das das perfekt macht. Wir sind da auch weit weg davon. Wir versuchen immer im Austausch mit euch da draußen und auf Messen und auch über private Kontakte dazu zu lernen, uns Dinge anzugucken und dann individuell, was für den Fachbereich passt, eben zu adaptieren und das zu versuchen, bei uns
zu übernehmen. Gut, also wir gucken nicht nur nach außen, wir gucken auch nach innen, weil ich aber vor den 80.000 Mitarbeitern der Audi AG, da gibt es auch eine ganze Menge mit hervorragenden Ideen, die dann eben auch zu uns rüberkommen. Ich weiß, wir haben jetzt ein ganz neues Thema, habe ich jetzt auf der Agenda, das Thema Lernradio. Das kam aus dem Fachbereich, was wir jetzt als nächstes uns mal anschauen werden. Also es gibt auch immer wieder neue Ideen. Ja. Und die zu der Nutzung der Labs, das ist wirklich kunterbunt gemischt. Die Labs werden genutzt von allen Mitarbeitern. Bunt gemischt, also jung, alt, alle Fachbereiche. Okay, so, dann lande ich hier auf einer Fragen- und Diskussionsseite. Das ja, heißt, also der Kanal ist offen. Wir können ja mal die Mikrofone öffnen. Genau, also wir machen es wieder am Montag. Wer mag, ihr müsstet alle, Joachim, korrigiere mich, wenn es falsch ist, die Möglichkeit haben, das Mikro aufzumachen und uns auch direkt eine Frage zu stellen, also direkt hier reinzuschalten, die hören wir. Bianca und Elena haben sicher einige Fragen auch notiert. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wer da zuerst einspringen mag. Also ich kann auch auf die letzte oder vorletzte Frage antworten. Also die Studios, wir haben 6 Arbeitsplätze, die kann man über ein Online-Tool buchen und die sind sehr, sehr gut ausgelastet. Also es ist eher so, dass man gucken muss, wann ein Termin frei ist. Und wenn, dann sind die Mitarbeiter meistens auch den ganzen Tag drin, um wirklich an dem Projekt zu arbeiten. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und kann auch von jedem gebucht werden. Kann von jedem Mitarbeiter gebucht werden. So, also wir lauschen mal hier, ob da was kommt. Ansonsten. Ja, also eine Frage war auch gleich mal, ob Audi auch mit externen Akademien anderer Unternehmen zusammenarbeitet. Muss ich jetzt überlegen. Also ich weiß, es gibt einen Konzernarbeitskreis dazu. Also das heißt, innerhalb des Konzernes ist auf jeden Fall eine enge Vernetzung da, was das Thema 3D-Druck betrifft, ob es, inwieweit es darüber hinausgeht. Wir haben natürlich noch Kontakte zu Universitäten, die in dem Thema unterwegs sind. Aber wie es jetzt zu anderen Unternehmen am Markt aussieht, muss ich passen. Es gibt ja, wie am Montag gezeigt, so die Workshop, den wir gemacht haben im Adidas Campus oder Austausch mit Bosch. Also so aber jetzt speziell zu 3D kann ich es eben nicht sagen. Ach so, die Frage hat sich. Das war, glaube ich, auch zum Beispiel 3D-Druck. Also ich glaube, es war generell. Allgemein sind wir im Austausch, ja. Ganz klares Ja. Für 3D-Druck im Speziellen über den Konzern hinaus kann ich nicht sagen. Also Erfahrungsaustausch immer, einfach mal sich gegenseitig zu inspirieren lassen und wer das macht. Also also Austausch immer, direkte Zusammenarbeit, ja, das macht die. Ja. Dann eine andere Frage, die vorher schon gefragt wurde, und zwar, wie bringen wir den klassischen Trainer zum Lernbegleiter oder trennen wir diese Rollen? Ja, immer. Wir sind ja jetzt gerade mal Mitarbeiter eingefallen bei uns zusammen. Es gibt sicherlich Trainer, die haben eine sehr starke Affinität und eine hervorragende Kompetenz vor einer Gruppe zu stehen und lieben das Spiel zwischen den Menschen. Darauf wirklich einzugehen. Und dann haben wir natürlich andere, die haben vielleicht eher eine größere Stärke darin, eben sich geschickt und schnell am Rechner auszudrücken und damit natürlich eine hohe Kompetenz, eine Community zu moderieren, ne, sodass es sicherlich da Einsatzschwerpunkte einzelner Mitarbeiter gibt. Aber wie der Stefan schon am Anfang gesagt hatte, wir haben Trainings entwickelt, wo wir eben versuchen, eigentlich die Trainer in die Richtung zu befähigen, dass sie sowohl das eine als auch das andere können. Und eigentlich sind in der Weiterbildung eigentlich alle Trainer da dran, dass sie haben auch die Offenheit, dass sie sowohl Präsenztrainings halten, als eben auch dabei sind, sich einzuarbeiten in die Erstellung von Videotutorials und in die Moderation von Communities. Und vielleicht was wichtig ist, dass wir uns da auf einem Weg befinden, wo wir voneinander lernen und viele Sachen auch ausprobieren, weil wir haben kein Rezept, wie man es genau richtig machen kann, sondern das ist für jeden Bereich unterschiedlich und wir versuchen halt immer wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, voneinander zu lernen und das ist, glaube ich, auch das, was man als Empfehlung geben könnte, wie es andere Unternehmen vielleicht tun könnten. Also dürfen wir nicht vergessen, wir haben jetzt verschiedene Techniken bereitgestellt für den Trainer, die er nutzen kann, sei es Smartboard, Tablets, dann noch Wikis und diese ganzen sozialen Medien, um nur ein paar wenige zu nennen. Das ist aber, die der Trainer einsetzen kann, aber
der Trainer hat eine andere Aufgabe, er muss ja den Inhalt vermitteln und wir belasten ihn im ersten Moment mit den ganzen Formaten. Also man muss ihn dazu auch befähigen, dass er das irgendwie routiniert einsetzen kann. Es ist noch ein Weg dahin und deswegen haben wir da verschiedenste Qualifizierungen für den Trainer aufgebaut, aber es wird noch ein bisschen dauern. Eine Frage, die letzte Woche in der Bosch-Woche auch diskutiert worden ist, wenn jetzt ein Trainer heute, sagen wir mal, eine Maßnahme hat, die so 4x2 Tage geht oder so, dann weißt du ja genau, ich habe 8 Tage Einsatz, die Folien sind klar. Wenn er jetzt dazwischen auch noch Community betreut oder Lernimpulse setzt, geht es dann eher in die Richtung zu sagen, die Präsenzphase wird kürzer und dadurch ist das für den Trainer der gleiche Aufwand oder geht es in die Richtung, dass man sagt, ein Trainer hat dann eigentlich mehr Aufwand, weil er zusätzlich zur Präsenz auch noch die Community zum Beispiel begleiten muss? Also aktuell würde ich mal sagen, wir befinden uns da in der Hochlaufkurve. Das heißt also, die Präsenztage, die jeder Trainer leistet, die sind im Augenblick natürlich am Sinken, weil wir jetzt gerade in der Einarbeitungsphase sind und in der Umstellung eben auf Blended Learning Konzepte. Aber das Ziel ist es eben schon, die Präsenzphasen direkt vor Ort im Klassenraum zu reduzieren, auf keinen Fall zu streichen. Also wir werden immer diesen Wechsel sehen, diesen Austausch sehen. Also der zwischenmenschliche Austausch, ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Also es kann nicht das Ziel sein und es kann und wird auch nicht funktionieren, Präsenztrainings abzulösen, sondern es wird immer ein Austausch sein. Wir werden sozusagen abhängig von den Inhalten, den Themen und den Menschen, mit denen man es zu tun hat, größere Einheiten Präsenz, kleinere Einheiten digital, vorbereitend digital, also Richtung Flipped Classroom. Also das sind alles so Sachen, die sind eigentlich gerade so im Entstehen, in unterschiedlich schnellem Tempo, abhängig von den Inhalten. Ja. Hat jemand rascheln hören? Mag jemand direkt eine Frage stellen? Ja, hallo, hier ist Rainer Bartel. Stichwort Austausch der Mitarbeiter untereinander und Flipped Classroom hat mich jetzt auf den Punkt gebracht. Inwiefern unterstützt ihr den Austausch der Experten, der Mitarbeiter untereinander in den Communities? Also Stichpunkt Social Learning. Das ist ein ganz starker Fokus von den Communities, die wir haben. Das heißt, wir haben eine Überschrift gewusst, wie heißt die, darunter befinden sich verschiedene Communities zu unterschiedlichen Themen. Ich sag mal, digitale Fabrik, Produktdatenmanagement, Software und Funktionsentwicklung. Und da ist es das Ziel, sozusagen der Trainer ist im Prinzip da Mitinitiator zu dem Thema. Und wir haben auch sind da im Austausch mit den Fachbereichen direkt, dass sozusagen die Methodenspezialisten in den einzelnen Bereichen zu bestimmten Themen haben wir auch dafür gewonnen, in diesen Communities Fragen und einen Austausch mit zu unterstützen. Also aktiv Fragen zu beantworten. Das heißt also, die Aufgabe des Trainers und des Moderators ist dann nicht nur eben die tatsächlich exotische Fragen und Problemstellungen zu lösen und zu beantworten, sondern seine Aufgabe ist es eben auch sozusagen die Frage, Mensch, hier ist eine Frage, die dann an eine kompetente Stelle weiterzurouten und für eine Antwort zu sorgen. Okay, vielen Dank. Der Joachim hat es gerade als letztes auch noch geschrieben, ist auch letzte Woche im Chat in der Bosch-Woche aufgetaucht, das Googler-to-Googler-Programm. Also bei Google gibt es so ein Programm, wo quasi Mitarbeiter Trainerrolle übernehmen. Jemand, der was sehr gut weiß, ist quasi der Trainer für andere, ohne dass er formal ein Trainer ist. Und Joachim stellt die Frage, ist das Googler-to-Googler-Modell für Audi spannend? Also es gibt tatsächlich die Modelle, dass Kollegen schulen Kollegen. Das ist auch so etabliert, dass diese Dinge auch, wir haben ja eine Bildungshistorie, das heißt, da wird eingetragen, wer was lernt, da würde dann auch eingetragen werden, wer als Mitarbeiter welches Training gehalten hat. Also das gibt's, das ist aber eher auf, ich sage mal, auf freiwilliger Basis. Viele Kollegen, die haben da einfach Bock drauf, die machen das, aber wir haben da schon eine nicht unerhebliche Zahl an Kollegen, die tatsächlich auch in diesem Feld unterwegs sind. Okay. Dann habe ich noch eine Frage gelesen, wie hoch ist der Anteil am Selbststudium? Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Also Selbststudium, das können wir natürlich ganz, ganz schlecht wissen, also weil wir tracken das nicht, also das dürfen wir auch nicht. Wir bieten die Inhalte an. Das ist ja dann klassisches Selbststudium. Wir haben aber natürlich schon einen hohen
Anteil von Online-Lernen, wenn es darum geht, was der Elmar gesagt hat, also verpflichtende Schulung, Brandschulung, Compliance, also Dinge, die auch einen gesetzlichen Background haben. Da gibt es Angebote, die wirklich von mehreren 10.000 Teilnehmern wahrgenommen werden, wo das auch genutzt wird, wo es auch sehr, sehr etabliert wird. Wie hoch der Anteil des Selbststudiums ist, wissen wir nicht ganz genau, weil es ist ja ein Selbststudium, das findet selbstständig statt, das tracken wir nicht, das dürfen wir auch nicht tracken, das wollen wir auch gar nicht tracken. Aber es ist, wie der Name schon sagt, informelles Lernen. Also wir merken, dass die Angebote, wir merken, dass die Angebote wahrgenommen werden, dadurch, dass es sehr, sehr intensiv kommentiert wird, dass dann Traffic drauf ist, aber ich kann keine prozentuale Zahl oder Stunden nennen. Dann nochmal bezüglich der Lernbegleiter, da war eine Frage, ob die Lernbegleiter gleichzeitig auch Fachexperten sind. Ja, in den technischen Bereichen, direkt im Umfeld von CAD und Produktdaten, da ist es auch so. Das heißt, da sind dann sozusagen die Lernbegleiter auch die Spezialisten für die spezielle Software, für die spezielle Methodik, für die speziellen Richtlinien, die einzuhalten sind. Ich daran gleich anschließend, wie sieht es denn aus mit der Ausbildung für die Trainer? Sind die in Lehren, Didaktik und Methodik alle gleichermaßen geschult? Gleichermaßen, also wir haben interne Trainerqualifizierung, in denen das Thema auch Bestandteil ist, wo eben auch in dem Rahmen Fortbildung stattfindet, in didaktischen Methoden. Wir bieten aber auch darüber hinaus oder nutzen auch externe Formate in der Richtung zur Weiterentwicklung der Trainer. Und wir nutzen natürlich auch interne, kollegiale Fallberatung, kollegiale Beratung untereinander, in der sich die Trainer weiterbilden können. Ihr habt vorher über die ganzen Lernangebote gesprochen. Da wollte einer wissen, wie die Mitarbeiter sinnvoll durch die ganzen vielen Angebote durchgeführt werden. Das kleine Bild, was ich da vorhin mal skizziert hatte. Ja, also es ist tatsächlich schwierig, weil vieles kann sich auch parallel laufen. Also dass man sagt, ich interessiere mich für nur einen kleinen Teil, das heißt, ich schaue mir das Video an. In dem Fall ist es halt wichtig, dass er weiß, der Lerner, wen kann ich ansprechen, wer ist denn, der mich durch das Ganze durchführen kann. Also es ist immer wieder ein bisschen beim Thema Lernbegleiter. Und der ihm auch dann empfiehlt, was für den jeweiligen der richtige Weg wäre. Also in dem Fall gibt es entweder eine, was man da jemand beraten wird. Wir haben darüber hinaus natürlich auch einerseits bei uns ein Thema, das heißt Kompetenzmanagement. Das heißt, es gibt Profile, Zielprofile für Qualifizierung von Mitarbeitern auf ihren Rollen innerhalb des Fachbereiches. Darüber hinaus sind wir dabei, natürlich auch im Intranet auch noch verschiedene Qualifizierungswege und Themen zu bestimmten Themen so darzustellen, dass man sowohl die informellen, also reine Wissensangebote, Präsenztraining, Fachvorträge, die man buchen kann, entsprechend übersichtlich gestaltet sehen kann. Und wir haben jetzt gerade in der Pipe, dass wir sozusagen auch Lerneinheiten zum Lernen bieten. Das heißt also, wie finde ich die ganzen richtigen Angebote oder was sind die richtigen Angebote, die aufeinander aufbauen? Da gab es ja in den Kommentaren, ich glaube vom Montags war es, die Janine Kugler hatte ja gefragt, wie sieht denn euer das Lerninterface oder der Einstieg dem CELS 2025 so Link rumgereicht worden. Das Lerninterface der Zukunft muss sehr viel mehr wie Netflix aussehen. Also so, ich habe so diesen kategorischen Zugang, will ich Science Fiction oder will ich eine Serie, aber auch auf Basis meines Profils, das könnte dich interessieren oder gerade heiß auf Netflix, was wird viel geschaut. Was denkt ihr zu so einem Gedankengang? Also wird das so diese Edutainment-Idee, Education, Infotainment, gibt es da Parallelen, wo man sich von Plattformen wie Netflix was abschauen kann? Also ich denke, wir haben mit unserem Audi-Qualifizierung gehen wir schon so ein bisschen in die Richtung, zu sagen, es gibt verschiedene Kategorien, ich kann mir über Filter was aussuchen, aber man muss dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, es ist ja nicht nur Spaß. Also das Lernen hat ja bei uns auch durchaus einen Mittel zum Zweck, weil wir ja unsere Kollegen auch befähigen wollen und müssen, ihre Aufgaben bewältigen zu können. Und
Klar soll es auch schön aussehen, leicht bedienbar sein. Es muss auf jeden Fall fest in den Arbeitsprozess integriert sein. Das ist klar. Ob es ganz in die Richtung so wie Netflix geht, das weiß ich nicht. Wir versuchen natürlich weg von diesen klassischen Listenansichten zu gehen, das auch so aufzubereiten, dass es also von der Usability gut ist. Aber ich weiß nicht, ob... Also wir wollen ja nicht ein Thema hypen in dem Sinne, sondern wenn Qualifizierung, dann geht es ja vielleicht darum, ich bin ja, komme ja aus dem Thema Produktdatenmanagement, dann geht es ja darum, eine bestimmte Bauteile zu entwickeln, entsprechende Melde- und Freigabeprozesse sind einzuhalten zu bestimmten Meilensteinen. Das heißt, ich muss einen Überblick über den Produktprozess haben, ich muss das CAD-System bedienen können, ich muss die Stücklisteninformationen entsprechend zu ihren Reifegrad, Zeitpunkten angeben. Das sind natürlich Themen, die versuchen wir auf einer übersichtlichen Intranet-Seite zu gestalten und alle Informationen von dort in einer einfachen Kachelansicht verfügbar zu machen. Okay. Vielleicht daran anschließend vielleicht nochmal, welche Rolle hat denn in dem Zusammenhang die Führungskraft? Auf dem ganzen Lernweg, ne? Also... Die Führungskraft, ich sehe die Aufgabe der Führungskraft als Mentor in diesem ganzen Thema. Das heißt also, die Führungskraft sollte natürlich wissen, für welche Themengebiete der Mitarbeiter im Einsatz ist, was seine Aufgaben sind und dementsprechend da eben zu begleiten, was eben auch sinnvoll an Selbstlernen, Selbststudium-Themen notwendig ist und eben was auch an vielleicht Off-the-Job-Maßnahmen notwendig ist und da den Mitarbeiter unterstützen. Kommt gerade vom Joachim nochmal eine Nachfrage zu diesem Thema informelles Lernen und Messen. Er fragt, wenn das informelle Lernen nicht getrackt wird, wie habe ich als Mitarbeiter dann die Möglichkeit, Kompetenzen, die ich dadurch aufgebaut habe, sozusagen anerkennen zu lassen? Also es gibt einen Weg, den haben wir jetzt neu eingeführt. Das ist vielleicht so ein bisschen mittendrin. Der Mitarbeiter, der jetzt zum Beispiel einen externen Seminar besucht hat oder sich auf Udacity vielleicht ein Zertifikat erworben hat, kann dieses Zertifikat in Audi-Qualifizierung einreichen und einen selbst generierten Eintrag in seiner Bildungshistorie erzeugen. Also der hat dann halt einen Ausdruck und das ist dann vermerkt, das wird dann hochgeladen, das wird nochmal geprüft und dann steht das sozusagen in seiner Historie an Weiterbildungsmaßnahmen mit drinnen. Was natürlich schwierig wird, wenn sich jemand auf YouTube irgendwie 25 Videos zum Thema XY reingezogen hat, sowas können wir noch nicht machen. Aber eine normale eine Personalentwicklung findet ja im Wesentlichen eigentlich über die Kompetenz des Mitarbeiters statt. Das heißt, über die Ergebnisse, die er in seinem Arbeitsprozess liefert. Und da sehe ich ja als Führungskraft, dass der Mitarbeiter vielleicht engagiert ist und dass die Ergebnisse innerhalb einer sehr kurzen Zeit sehr schöne Ergebnisse da sind, dass die Aufträge toll abgearbeitet werden. Und das sind natürlich Kriterien, Mitarbeiter entsprechend weiterzuentwickeln. Ja. Also hier ist noch eine Frage aufgekommen, ob die Lernangebote immer separiert vom Arbeitsplatz genutzt werden. Also bei uns ist es so, Lernen ist immer oder Lernzeit ist immer gleich Arbeitszeit. Wo der Mitarbeiter diese Weiterbildung oder das Lernen vollzieht, das muss nicht am Arbeitsplatz sein. Das kann bei uns hier in der Audi-Akademie sein. Das kann außerhalb bei einem externen Bildungsanbieter sein. Das kann zu Hause sein oder wenn er mobil arbeitet, dann hat er das vorher auch mit seinem Chef abgestimmt. Aber Lernen findet immer während der Arbeitszeit statt. Das heißt, wir haben jetzt ja eine Betriebsvereinbarung zum Thema mobiles Arbeiten. Und das heißt, in diesem Rahmen hat natürlich ein Mitarbeiter in Absprache mit der Führungskraft die Gelegenheit, dass er eben sagte, Selbstlerneinheiten, die mache ich aus dem Park oder zu Hause, wo ich Ruhe habe. Kinder sind aus dem Haus, Frau geht auch arbeiten, dann kann ich in Ruhe. Wenn Arbeiten lernen. Gleich Lernen ist, ist mobiles Arbeiten gleich mobiles Lernen. Ganz genau. Okay. Wir kamen noch anknüpfend an die Frage von Simon, ein Empfehlungsalgorithmus nach Amazon-Logik à la Kollege X in gleicher Funktion hat folgende Lernangebote abgerufen. Gibt es derzeit noch nicht, richtig? Gibt es noch nicht. Wir hatten tatsächlich mal darüber nachgedacht. Es ist aber mit den Systemvoraussetzungen, die wir haben, mit SAP schlichtweg einfach nicht finanzierbar gewesen, sowas zu machen. Also wir haben einen Algorithmus, der verschiedene Maßnahmen, die ähnlich sind, miteinander verknüpft
und einem thematisch anbietet. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Seminar Big Data gebucht habe, dann gibt es hier noch 3 Dokumente dazu, es gibt noch 4 Videos, es gibt noch Big Data für Fortgeschrittene. Sowas haben wir, aber wir haben keinen Algorithmus, weil wir müssen dann auf Nutzerdaten von Kollegen zugreifen, die sind personenbezogen und auf die können wir nicht zugreifen. Also deswegen verknüpfen wir die Inhalte in so einem semantischen Netzwerk miteinander, um weitere Lernangebote auch geben zu können. Eine Frage war jetzt noch, und zwar wie, wann und wo die Mitarbeiter aus der Produktion lernen? Produktion, da muss man ja nochmal näher hingucken. Wir haben ja einmal die Mitarbeiter, die natürlich taktgebunden am Band arbeiten, also direkt in der Montage am Auto, die haben natürlich, am Fahrzeug, die haben natürlich nicht so die Möglichkeit, weil sie innerhalb der Montagelinie gebunden sind. Die haben die Möglichkeiten, dann eben auch online zuzugreifen, sozusagen über zur Verfügung gestellte Rechner in Gruppenräumen. Da gibt es eben auch schon Ansätze. Und wir haben natürlich dann innerhalb des Produktionsbereiches die nicht taktgebunden arbeiten. Ich nehme jetzt mal einen Werkzeugbau, die ein bestimmtes Werkzeug aufbereiten. Die haben dann, da haben wir ja auch Rechner im Einsatz. Da besteht zum Teil dann schon die Möglichkeit, dass sie eben auch direkt auf Online-Formate zugreifen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch virtuelle Werker-Trainings. Das heißt, vorbereiten für einen Fahrzeuganlauf gibt es dann noch produktionsnah. Eben im Trainingscenter gibt es Profiräume, in denen eben die Werker entsprechende Möglichkeiten zum Lernen haben. Nachdem wir jetzt schon ziemlich weit mit der Zeit fortgeschritten sind, vielleicht, es gehen keine Fragen verloren. Also wir nehmen alles auf, wir sammeln alle Fragen und versuchen die bis zum Ende der Woche auch für euch zu beantworten. Unser Angebot steht, wenn ihr auch Fragen individuell an jemanden habt, stellt die bitte. Wir versuchen das dann auch so gut wie möglich zu beantworten. Ein kleiner Ausblick für morgen. Morgen gestalten unsere Kollegen von der Händler- und Importeursqualifizierung den Tag. Da wird es darum gehen, wie werden unsere Kollegen, die keine Audianer sind, geschult. Also Vertriebstraining ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Geht es auch wieder um neue Technologien, um neue Lernkonzepte, interaktive Lernkonzepte. Game-Based Learning wird ein toller Punkt sein. Also morgen ab 7 Uhr könnt ihr darauf zugreifen. Und für Freitag steht die Einladung natürlich, wer Bock hat, nach Ingolstadt zu kommen. Ihr könnt natürlich auch wirklich live bei der Session dabei sein. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn da jemand vorbeikommt. Ansonsten denke ich, Simon, du hast noch ein paar organisatorische Sachen. Morgen könnte man vielleicht den Hinweis noch geben, das haben verschiedene Kollegen den Inhalt für den Tag generiert. Das heißt, was du jetzt genannt hast, die Händler- und Importeursqualifizierung sind 2 Blöcke in diesem Gesamtblock. Genau, zusammengefasst. 2 Abteilungen oder 2 große, also nicht nur Abteilungen, 2 große Fachgruppen mit ganz, ganz vielen Leuten, die einfach unterschiedliche Dinge auch tun, also nicht wundern. Und da wäre es nochmal wichtig, wir haben die Leitfragen quasi durchlaufend fortnummeriert. Es läuft aber unten alles in einen Kommentarstrang sozusagen, dass ihr das wirklich die Antworten, genau, wie wir es eingeübt haben, schon öfter mit A1, A2, A3 nummeriert, dass man sich das ein bisschen auseinander differenzieren kann. Das wäre der eine Hinweis. Für Freitag noch der Hinweis, wir werden Freitag nicht über Skype for Business streamen, sondern über YouTube, YouTube Live. Das heißt, vielleicht der eine oder andere, der über Skype nicht teilnehmen konnte, hat dann, wenn er auf YouTube Zugriff hat, am Freitag die Chance, trotzdem dabei zu sein. Da war auch in dem Newsletter am Montag ein falscher Link. Auf der Webseite ist der aktuelle. Im Newsletter heute und im Newsletter am Freitag wird auch nochmal der aktuelle sein. Also falls ihr vor einem YouTube-Fenster sitzt, was nicht geht, schaut da auf der kohlern.de nochmal nach. Da ist der aktuelle Link. Und als letzten Hinweis, den ich noch habe, es ist ja in der Woche DNV das Thema People Analytics aufgetaucht. Und wir haben jetzt einen Podcast-Termin nochmal ausmachen können mit einer der Autorinnen, die dieses People Analytics in der Praxis-Buch, was gerade rausgekommen ist, mitverfasst hat, wo ja auch sehr viel Praxis, sehr viele Beispiele, auch so Datenschutzaspekte drin sind. Und den machen wir nach der Abschlusswoche, also 28. Juli, 13 bis 14 Uhr, wird es da einen Livestream von einer Podcast-Aufnahme zum Thema People Analytics geben. Genau, sonst ist das von meiner Seite aus alles. Eine Minute haben wir noch. Vielleicht an Joachim oder Karl-Heinz noch die Frage. Gibt es noch irgendwas, was ihr uns noch sagen wollt? Beziehungsweise allen?
Ja, vielleicht ganz kurz auch noch eine Linkkorrektur. In dem heutigen Newsletter war eine Befragung für die Mukaton-Teilnehmer angekündigt. Der Link hat nicht funktioniert. Ich werde ihn nachher nochmal veröffentlichen auf unseren üblichen Kanälen, also Twitter und den Communities. Super. Okay, dann sind wir fertig für heute. Vielen Dank an euch, dass euch die Zeit genommen habt. Punktlandung 14 Uhr und wir sehen uns hoffentlich wieder am Freitag um 13 Uhr. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.